Vor etwa einem Jahr, im Jänner 2011, habe ich eine SMS bekommen. Es gab eine Spontankundgebung vor der Rosauerlände, vor dem Personenanhaltezentrum Rosauerlände im 9. Bezirk. Und es ging damals um eine Charterabschiebung, also dagegen zu demonstrieren. Und das Besondere an dieser Charterabschiebung war, dass eine nigerianische Frau, die in Österreich als Prostituierte gearbeitet hat und auch aufgegriffen wurde, zusammen mit den Behörden gearbeitet hat, also mit der Exekutive, ihre Geschichte erzählt hat, wie sie nach Österreich geschleppt wurde. Sie hat die Hintermänner genannt, sie hat die Zuhälter genannt, ihre Geschichte einfach erzählt. Und als Dank, dass sie mit den Behörden zusammengearbeitet hat, wurde sie in Schubhaft genommen und es drohte die Abschiebung. Auf jeden Fall kam diese SMS, ich ging hin, spontan Kundgebung, waren einige Leute dort. Und wir wurden dann aufgefordert, diesen Platz zu verlassen, was wir auch taten, wurden auch regelrecht von der Exekutive, von den Beamten getrieben in eine Gasse hinein. Und die Gasse wurde dann vorne abgesperrt, das heißt, wir wurden eingekesselt, zusammen mit auch normale Passanten, die dort vorbeigingen. Und alle Personalien wurden aufgenommen. Ich habe schon da es für bedenklich befunden, dass das Recht auf Demonstration so eingeschränkt wird, dass wir auch mit so einer Perlustrierung und einer Aufnahme der Daten konfrontiert wurden. Und ich habe es einfach nicht richtig empfunden und habe auch passiven Widerstand geleistet, sprich, ich bin als Letzter von diesem Platz weggegangen, habe meine Daten natürlich auch gegeben oder geben müssen und habe dann auch eine Anzeige bekommen. Ich habe auch Einspruch gegen diese Anzeige erstattet und es ist nie was zurückgekommen, außer ein Gerichtsvollzieher, der bei mir einige Male was holen wollte. Und da ich aber nicht viel besitze, konnte er auch nichts holen und deswegen kam dann die Aufforderung zur Ersatzfreiheitsstrafe von der Bundespolizeidirektion Wien. Ich habe mich geweigert, diese Strafe zu bezahlen, einfach aus Überzeugung. Und ich wollte auch damit ein Zeichen setzen, ein Zeichen gegen Schubhaft, ein Zeichen gegen Abschiebung, ein Zeichen für das Recht, seine Meinung zu äußern. Ich habe auch eine Aktion setzen wollen für das Recht auf Demonstration und ich empfinde es als Angriff von meiner Regierung, von der österreichischen Regierung, diese ständigen Versuche, das Demonstrationsrecht einzuengen, mehr Überwachungsstaat. Und es ist meiner Meinung nach die Pflicht eines jeden, sich dagegen aufzulehnen, wo Unrecht zu Recht wird. Und so habe ich meinen Unmut kundgetan, indem ich 50 Stunden lang im Personenanhaltezentrum Rosauerlände gesessen bin. Was aber viel wichtiger ist, ist nicht die Tatsache, dass ich jetzt inhaftiert wurde, weil das waren nur 50 Stunden. Andere Menschen sitzen da viel länger und werden infolgedessen auch deportiert. Und wichtig war, was danach passiert ist, dass der Alexander Nikolic zusammen mit seinem Verein Bohem eine Demonstration gestartet hat, wo auch viele Menschen gekommen sind und ihre Sympathien kundgetan haben und auch ihre Meinung geäußert haben und auch einfach ein Zeichen gesetzt haben gegen Abschiebung,
für Demonstrationsrecht, für das Recht, sich zu äußern und überhaupt gegen die Schubhaft, was eigentlich gegen das Menschenrecht arbeitet. Ja? Und Österreich wurde hier schon oft genug verurteilt, auch vom Europäischen Gerichtshof. Und das Wichtigste, was passieren konnte, ist, dass durch meine Aktion oder durch meine Tat ins Gefängnis zu gehen, Menschen darauf aufmerksam wurde. Und das hat online eine irrsinnige Welle geschlagen. Das heißt, viele Menschen haben davon gelesen, haben gehört, haben gepostet, haben weitergeleitet, haben geteilt, haben geliked, auch nicht geliked. Aber es wurde darüber gesprochen. Es wurde auch von Biber, von Online-Biber aufgenommen, von N-Media und von vielen Plattformen und sozialen Netzwerken. Und das war mir wichtig, dass da ein Diskurs wieder aufgegriffen wird, gestartet wird, weitergeführt wird. Und das ist eigentlich das, was immer passieren sollte, dass die Gesellschaft in einen Diskurs sich engagiert. Und ja, es ist eben wichtig, dass die Gesellschaft sich da engagiert, dass wir für eine bessere Gesellschaft arbeiten, für ein besseres Österreich, ein stärkeres Österreich. Und Österreich kann nur wachsen und nur stärker werden, wenn die Gesellschaft es schafft, alle Menschen, die hier leben und hier arbeiten und hier sich entfalten wollen, aufnimmt und die Möglichkeit auch bittet, genau das zu tun, ein positiver Teil dieser Gesellschaft zu werden. Ich möchte es gerne sein, ich hoffe, ich bin ein Beispiel für viele da draußen, ja, und seid das Licht, das diese Dunkelheit erhält, und gemeinsam können wir vieles schaffen. Wir wollen, dass Yahya hier bleibt. Am 29. sollte er deportiert werden. Das kann nicht sein. Er hat Familie hier, er hat Kinder hier. Und diese Überheblichkeit des Staates Österreich, die mit dieser Aussage daherkommt, dass wenn die Frau bei ihrem Mann bleiben will, dann soll sie gefälligst mit den Kindern nach Gambia ausziehen, das können wir so nicht stehen lassen. Sie haben das Recht, in Österreich glücklich zu werden. Uns geht es gut in Österreich. Wir müssen schauen, dass es denen, die weniger Chancen haben, auch hier Fuß fassen können. Also Yahya muss hier bleiben. Am 24. ist die Demo. Es gibt dann danach auch Soli-Konzerte. Spendet, kommt hin, nicht nur Geld, eure Zeit auch. Wer nicht kommen kann, soll über die verschiedenen sozialen Netzwerke und Kanäle diese Aktionen verteilen und teilen. Und einfach einen Diskurs anregen, damit solche Themen, solche wichtige Themen nicht in Vergessenheit geraten. Dankeschön. Fight the power, stay strong. One love. Peace and I'm out.